Morgen! Schön, dass du wieder hier bist auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich habe hier eine Binde mitgebracht. Die ist ja so leicht gebogen, hat ganz tolle Farben. Also ist mal dicker und mal dünner. Von den beiden Seiten sehen die halt unterschiedlich aus. Die habe ich aufgesammelt. Hier siehst du, dass die sind so leicht gebogen. Also ist spannend, die gleich zu kleben auf die Leinwand. Jetzt erstmal hier auf die Leinwand, um überhaupt ein Bild davon zu kriegen, wie das aussehen könnte. Ich habe jetzt auch gar nicht so viel, also nur ein paar vom Boden aufgesammelt. Mir überlegt, diesen Spezialkleber heute zu verwenden. Ja, weil die alle so gebogen sind, brauche ich jetzt halt einen anderen Kleber als sonst. Also einen festen Kleber, der nicht läuft, und ich kann das hier so drücken, dann ja, geht es auseinander. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil dann habe ich nachher noch mal was, wo die Farbe reinlaufen kann. Also ich klebe es jetzt hier erstmal fest und gucke dann. Ich bin halt gespannt, wie die Farbe nachher in diese Rillen reinläuft und wie das dann aussieht. Ich nehme mir jetzt halt jedes Stück vor, ziehe hier diese dicke Paste rein, den Kleber sozusagen. Den anderen hätte ich jetzt gar nicht nehmen können, die ich sonst so verwende. Also der ist, glaube ich, richtig gut. Und ich will jetzt ja auch nicht alle zerbrechen, ne? Der ist so ein bisschen rund. Und damit klebe ich den jetzt hier drauf. Ich habe also ganz unterschiedliche Rinde aufgesammelt. Die hier finde ich total schön, die Farbtöne finde ich voll schön. Und ja, ich ziehe jetzt überall diesen Kleber dazwischen. Du siehst richtig, ich brauche hier richtig viel. Der muss also fest sein, sollte nicht laufen. Und ja, hoffe einfach, dass es damit funktioniert. Ich erinnere mich jetzt gerade an Brote schmieren. Also ja, einfach rauf, randrücken leicht. Welche Paste habe ich mir eben ein bisschen eingefärbt und jetzt ziehe ich die hier nochmal so ein bisschen ran, weil da sind jetzt so große Höhenunterschiede und jetzt gleiche ich das so ein bisschen mit der Leinwand an, bringe da auch ein bisschen Struktur noch rein. Wahrscheinlich läuft dann auch nachher nicht so das Wasser dazwischen. Also ich will mit fließenden Farben arbeiten und verschiedene Sachen ausprobieren heute, also auch Farbtöne ausprobieren. Ich hebe es nochmal hoch, hält alles, obwohl ich es nur geföhnt habe. Und jetzt sieht man halt ganz schön diese Biegungen da drin, also dieses, ja, diese interessante Struktur, die jetzt hier so entstanden ist, diese Schwünge. Und ja, ich bin jetzt gespannt, es hält, und wir starten mal durch. Ich habe mir überlegt, wir probieren jetzt erstmal einen dunklen Farbton. Und wie wir es sehen, es fließt nicht, obwohl die Farbe so flüssig ist. Das kennen wir ja schon aus ganz vielen Arbeiten. Also einfach ein bisschen Wasser hinterhergeben und dann gucken wir mal, wie die Farbe jetzt weiter läuft. Aber man könnte sie eigentlich auch nochmal hier so über die Neigung laufen lassen. Ja, und ansonsten mal verstreichen, in die Tiefen reinstreichen und einfach ein bisschen genießen jetzt. Das macht schon Spaß. Also du kannst jetzt ganz ruhig das bemalen und einfach gucken, was für neue Farbnuancen jetzt entstehen. Jetzt haben wir nur mit einem Farbauftrag halt schon ziemlich viele Nuancen reingekriegt. Und an einigen Stellen ist es halt dunkel, so wie hier. Und hier ist es ganz hell und auf der anderen Seite eben auch. Und darüber kommt halt die Struktur sehr raus. Also du kannst die Struktur eben darüber betonen. Das Grün hier, wie es auch vorher war, das fand ich ganz inspirierend. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich male das Grün.
kann ich ganz weiche Übergänge machen oder eben mit dem Spachtel diese Strukturen nacharbeiten, sozusagen nachempfinden. Ich kann die Farbe laufen lassen, dann läuft sie jetzt so in die Struktur rein oder dann wieder wegtupfen. Also du siehst, jetzt betone ich die hier richtig mit der weißen Farbe und wenn ich sie wegtupfe, dann verschwindet die Struktur auch wieder. Also dann sehe ich es gar nicht so doll. Ich kann aber auch zu der kantigen Struktur eben ganz weich arbeiten, also mit weichen Farbübergängen. Und dann habe ich nochmal diesen Kontrast zu den weichen und den harten Strukturen. Macht total Spaß, hier mit diesen Nuancen zu arbeiten. Also ich habe hier so weiche, feine
Flächen. Also sind ganz tolle Farbtöne drin jetzt, finde ich. Es war eine echt spannende Malerei heute, auch für mich. Ich wollte das unbedingt ausprobieren, ob das funktioniert mit der Rinde. Und ja, dann hat es funktioniert, auch recht gut. Und auch in den dunklen Tönen fand ich es total schön. In den grünen Tönen gefiel es mir dann auch, aber irgendwas störte mich immer. Es war mir immer zu schwer, es hat mich an irgendwas erinnert. Keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr spannend, total schön. Und jetzt diese ganzen Nuancen, die da drin sind, gefallen mir total gut. Also auch die Struktur gefällt mir so besser. Ist für mich jetzt leichter, es hat so eine Leichtigkeit. Und ja, ich sehe auch an den Ufern jetzt, wo die Überschwemmungen waren, das ist alles weißlich und es erinnert mich jetzt daran. Ja, wie auch immer, hab einen ganz schönen Sonntag, mach einfach, völlig egal. Nimm das, was du jetzt daraus mitnehmen möchtest und fang einfach an. Freue mich, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss. Mit Strukturen kann man eben unterschiedlich arbeiten, wie du heute auch gesehen hast. Dazu habe ich dir auch einiges im Buch geschrieben. Und ja, heute war es sehr, sehr spannend, auch für mich, wieder mit so einem anderen Material zu arbeiten. Die Farbe hat sich auch über das Material verändert. Also die Borke kam immer wieder durch in ihrer Farbe. Und für mich war es spannend, dann auch die Bildaufteilung wieder zu verändern, die Farbtöne zu verändern. Es war so ein schöner Wandel und du kannst für dich jetzt einfach gucken, was dir gefällt, welche Farbtöne dir gefallen. Heute hast du ja sehr viel Anregung und ja, mach einfach deins draus. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank vor allen Dingen für dein Abo, für dein Like. Vielen, vielen Dank und für deinen Kommentar. Herzlichen Dank. Mach's gut. Tschüss.